Da hätte ich doch beinahe die Verteidigung vom heutigen Tage vergessen. Hardcore Heroes gegen die Tierfreunde auf Server 2. Wollen wir uns doch die gleich noch gemeinsam anschauen? Es könnte knapp werden, weil die netten Tierfreunde genau eine Trophäe nur haben. Sie haben nur eine Trophäe, wir haben alle fünf Trophäen. Und bei diesem, Einstand wird das ziemlich schwierig. Aber naja, sie haben uns angegriffen und an der Heldenanzahl sieht man schon. Also Eisdi hat 2 gekillt, das heißt 15. Das heißt, 4 Leute haben sich nicht zum Kampf angemeldet von den Tierfreunden. Das könnte ein Pluspunkt für uns werden. Aber wie gesagt, wir müssen mal schauen, ob wir diesen Kampf hier gewinnen können. Bandi besiegt Schulschnie. Jetzt habe ich den Namen gar nicht richtig gesehen, aber ist ja auch nicht so schlimm. Schurki jetzt für die Tierfreunde am Start gegen unseren Bandi. Wenn er ein bisschen Glück, ja, schön ausgewischt Glück hat, dann schafft er die hier auch noch. Und das Glück scheint. Na komm, noch einmal Glück, noch einmal Glück. Oh, yes. Man scheint mit ihm zu sein und damit hat er sie besiegt. Super Nichtstreber wird Bandi jetzt besiegen, aber als Ersatz kommt schon unser Bobby in den Kampf. Bobby gegen den Super Nichtstreber. Jetzt muss er sich gegen den Fleischklops beweisen. Das wird wohl anscheinend nicht gut ausgehen für Bobby, aber unser Glen Morangi kann ja nicht noch. Unsere Glen Morangi kann ja da doch noch einiges erledigen. Sch sch so Spacek, ja bestimmt Spacek für die Tierfreunde jetzt hier. Und die Glen Morangi hat mal wieder sehr gute Stats im Gegensatz zu ihrem Gegner. Das freut mich. Jörg W. jetzt für die Tierfreunde am Start und da hat auch noch Glen Morangi die Oberhand in Sachen Skillpunkte. Und weicht hier einmal nach dem anderen aus. Das ist ja weltüberragend. Lissier, jetzt für die Tierfreunde. Da hat Glenmorangie immer noch die Oberhand in Sachen Skillpunkte. Aber was sie auch für Skills hat, also das ist ja mit 5 Trophäen nicht schlecht. Da muss sie ja bei Krips 50%, da muss sie ja bei Krips und bei Into 4000 haben und bei Dings 3000. Lässt sich sehen. Jetzt wird sie geschlagen von Rocky. Aber Quabbelix wird ihn in die Fresse hauen. Genau. Killer-Shooter 201. Jetzt für die Tierfreunde am Start. Mal schauen, wie sich das hier jetzt noch entwickelt. Wir sind 10 Helden im Vorsprung. Das hört sich am Anfang viel an, aber wir haben schon öfters gesehen, das kann sich auch schnell noch ändern, das Blatt hier. Schnell mal umswitchen. Quabbelix verliert in letzter Sekunde und muss jetzt Spitzbackes ranlassen, der sich nicht für den Kampf angemeldet hat. Leute, das gibt's doch nicht. Das ist schade. Eigentlich ein sehr zuverlässiger Held bei uns, der Spitzbackes. Aber irgendwie hat das anscheinend verpeilt. Januschel, jetzt gegen Zippo. Ich sagte ja, jetzt kommen schon die etwas härteren Gegner, wo sie bei 3 Stats über 2000 haben, bei einem sogar 2600. Das ist nicht übel. Er hat jetzt schon den dritten besiegt oder zweiten, weiß ich gar nicht. Delia jetzt gegen ihn. Jetzt ist er endlich down. Okay, jetzt werden die Stats wieder angenehmer. Daniel der Große für die Tierfreunde am Start. Gegen unsere Delia wird sie wahrscheinlich nicht packen, aber unser toller Held kann damit ein paar gezielten Schlägen in Magen und auf Kopf ihn besiegen. Schöner Crit noch zum Schluss von Delia. So muss der Held, unser toller Held, nur noch 171 Lebenspunkte vernichten. Und jetzt ist der Lukas 47 an der Reihe, um vernichtet zu werden. Ein bisschen vermöbeln, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und dann ist das auch schon wieder Dralala. Ja. Nicht witzig, ich weiß. Egal, weiter geht's. Toller Held jetzt. Immer noch für Lukas, gegen Lukas. Muss ich jetzt geschlagen geben und unseren Max AKMX Vortex, die ja, die Axt geben in diesem Kampf. Hat Condi-Equip an, naja. Aber trotzdem gute Stats oder Skillwerte bei Krips und Into. Das heißt, er dürfte Argon hier ohne Probleme schlagen.
und dann erst bei dem Pupsgesicht seine Probleme kriegen. Aber eigentlich, also, wenn jetzt hier noch was schiefläuft, wo wir 5 Helden im Vorsprung sind zu diesen, nee, nicht nur 5, 10 Helden im Vorsprung sind zu diesem Zeitpunkt, da kann eigentlich nichts mehr schieflaufen und wir müssten diese Verteidigung, ich wiederhole es nochmal, Verteidigung, das heißt, die Tierfreunde haben uns angegriffen, waren wohl anscheinend ein bisschen optimistisch, hier gewinnen. Pups Gesicht tut unsere Sterranzina Hardcore Dia hier gerade noch so killen, aber Shockwave lässt das nicht mit uns machen und sie haben Melonen aufgeladen. Das ist natürlich ein ja nicht zu verachtendes Indiz für die Verteidigung, aber war ja irgendwie klar, wenn ich ein Team angreife, dann sollte ich auch Melonen aufgeladen haben, vor allem wenn es so ein Team ist wie wir, die etwas höher in der Rangliste stehen. Das ist ja so wie David gegen Goliath, wo man versucht, als Kleiner dann trotzdem die Großen zu besiegen. Andy, Billy Talent jetzt mit der Melone gegen Entrust, der dir schön widersteht und weiterhin gegen Andy, Billy Talent angreift. Einen Schlag konnte er noch setzen, jetzt kommt unser Glied. Das Glied von Hardcore Heroes gegen den Andy Billy Talent. Wahrscheinlich ein Billy Talent Fan. Der Andy heißt. Wer hätte es gedacht? Wird Glied es noch packen? Ah, durch den Crit leider nicht. Also muss Checker XD die restlichen Schläge ausführen oder auch nur den Einschlag. Die Melone hat gesessen und fast Checker XD komplett umgehauen. Delphi jetzt für uns am Start gegen die Super Needle. Aber wie gesagt, das dürfte kein Problem mehr werden. Wir haben schließlich auch 5 Trophäen und die machen erheblichen Schaden. Und bei nur noch 2 übrigen Kandidaten ist das hier kein Problem. Juninho wird jetzt unsere Delphi besiegen. Doch nicht, die Melone war nicht so stark. Doch, jetzt hat sie ihn trotzdem besiegt. Nightmare jetzt. Bin ich mal gespannt, ob er es schafft, Juninho hier komplett zu besiegen. Laut Skillpunkten leider nicht. Aber wer weiß, die haben ja schon öfters mal getäuscht. Noch einen kritischen Treffer und das Ding dürfte hier geritzt sein. Komm, Nightmare, mach sie platt. Komm, noch ein. Ja, sehr schön. Jetzt kommt die Melone direkt auf Nightmare. Der hat aber satte Kondi. Ich werde ihn nicht packen. Leider, ich hatte schon gehofft, dass ich den mit Liter 22, ich glaube sogar der Anführer von den Tierfreunden, packe. Aber da bin ich doch ein bisschen zu schlecht. Tut mir leid, Leute. Jetzt Wild Beast für uns gegen Militar 22. Er wird's auch noch nicht packen. Aber Discavio darf dann unsere Melone verstreuen und wird dann hier die Sache beenden. Oder spätestens unser Hero. So, jetzt kommt Discavio mit der ersten Melone für unser Team, den Hardcore Heroes. Macht beträchtlichen Schaden. Aber es könnte trotzdem, hat auch Kondi-Equip an. Ja, natürlich, zu so einer Uhrzeit, da, ja, leveln viele bei uns. Also ich bin ja schon lange durch, aber viele andere, die tagsüber arbeiten, die leveln dann halt abends. Und da nimmt man doch lieber das Kondi-Equip. Deswegen müssen wir uns auf die Melone von Hero verlassen und der wird die Sache hier jetzt ritzen. Schön, 640 Ehre gewonnen, Trophäe gibt's keine, weil wir hatten ja alle voll und deswegen sage ich Tschüss, bis morgen endlich.